Lass uns doch mal bitte eben in die Fotos gucken, welche die das Bild jetzt in das Buch mit reinnehmen. Also das finde ich ja mit den Hasenohren. Ja, Hasenohren gehen eigentlich immer, aber doch nicht bei Brautleuten, oder? Ja, und das hier unten mit dem Porno-Piece auch nicht. Das finde ich, da wiederum da ist halt ein relativ schönes Brautpaar, oder? Ganz gut gelungen, das Bild auch. Okay, ja. Ja. Hallo, ich kann nicht vergessen. Der Pepsi hat gesagt, ich soll dich begrüßen mit Hallo Fotofreunde. Haben wir das geklärt? Hallo Fotofreunde. Dann sollte als nächstes kommen, ich bin die Braut aus dem Sommer. Ja, das stimmt ja auch. Ich bin die, die im Sommer auf der Terrasse gesessen hat und... Da gab es eine neuralgische Szene. Da habe ich gefragt, was gibst du den Brautleuten so mit auf den Weg? Und was hast du gesagt, Nina? Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Vielleicht machen wir noch ein Video. Und hier ist es. Hier ist das Video. Ich hoffe, liebe Zuschauer, dass ihr unsere geschmackvolle Weihnachtsdeko einmal da und einmal da hinten gesehen habt. Weil wir produzieren ja vor. Jetzt ist ja noch gar nicht. Wie lange? Ein Monat, ne? Ja. Wir feiern gerade in den einen Monat vor Heiligabend rein. Genau. Aber wir haben uns heute unter anderem wieder getroffen, weil Nina gesagt hat, sie möchte vielleicht ja nochmal ein Video drehen, um einfach mal ihren Unmut loszulassen, so nach der Arbeit des Fotografens. Vielleicht auch nicht. Ich lasse mich ja überraschen, gerne auch ein bisschen manchmal. Und es ist auch was passiert. Weil tatsächlich haben wir heute ein Printmedium hier. Es ist was passiert. Ja, was Schönes eigentlich ja, doch, ne? Okay. Und das haben wir zum Anlass genommen, einfach nochmal, ja, 3 months after. Die beiden sind immer noch verheiratet. Wir haben heute ein Fotobuch erstellt. Psst. Wieso? Das wird ja erst Weihnachten hochgeladen. Ja. Das ist übrigens der Grund. Und da schließt sich der Kreis jetzt wieder. Ist jetzt noch nicht Weihnachten? Also das ist ja so ein bisschen wie Back to the Future 1 und 2 und 3, ne? Aber ihr versteht das schon. Genau. Also, jetzt, wo ihr uns seht, ist Weihnachten, aber jetzt, wo wir das drehen, ist November. Ist 23. November. Weil der liebe Daniel, das ist der Ehemann der Nina, wenn ich jetzt hochladen würde, würde er ja schon wissen, was er zu Weihnachten kriegt. Ja, das ist so ein zusätzliches Bonbon unterm Weihnachtsbaum, weil das ist ja so mehr für uns zusammen. Nach 5 Monaten Ehe schenkt euch da noch was zu Weihnachten? Ja. Das ist schön. Also ich und Daniel zumindest. Machen wir vielleicht noch Silvester noch mal ein Video, um zu gucken, was Nina bekommen hat. Also wir haben einfach uns noch mal zusammengesetzt und ich habe der Nina, die am Computer noch die ersten Schritte macht. Ganz leicht geholfen. Ganz leicht behindert ist. hast du selbst gesagt, ne? Ja. Ein bisschen geholfen, ein Fotobuch zu machen. So. Tatsächlich finde ich, es sind viele schöne Fotos bei rumgekommen. Fandest du das hoffentlich auch? Ja, sehr viele schöne Fotos. Sehr schöne, viele Fotos. Und ich persönlich bin ja auch so ein Papierliebhaber. Digital, alles schön und gut, ist praktisch, man kann alles damit machen, aber ich finde es geil, Papier anzugreifen. Kann man das so sagen? Wenn du das so findest, ja, dann kannst du das so sagen. Papier, ich mag auch was in der Hand haben. Also papiertechnisch, Fotos. Natürlich. Papier hat ja auch eine ganz eigene Haptik. Je nachdem, wie teuer das ist, wie viel Milligramm pro Quadratzentimeter da drin sind. Sie wissen schon, was wir meinen. Das Thema haben wir jetzt soweit abgehakt. Ein weiteres freudiges Ereignis, ich sag mal, was wir in Kooperation geschafft haben. Daniel, hallo Daniel an dieser Stelle. Hallo Daniel. Wenn du wüsstest, mit welchem Vorwand deine Frau jetzt gerade hier ist, aber das kann sie dir unter dem Weihnachtsbaum dann beichten. Wir hatten nur Gutes im Sinn und haben auch nur Gutes getan. Wir haben nämlich bisher das Weihnachtsgeschenk, was du bekommst, gemacht. Genau. Aber tatsächlich, ich rede hier viel zu viel. Was ist noch der andere freudige Anlass? Halt es mal frech in die Kamera. Nah ich dran. Raste aus. Wir sind auf dem Titelbild. Wo seid ihr auf dem Titelbild? Bergisch heiraten. Was ist das für ein Format? Die Hochzeitszeitung. Die Hochzeitszeitung der ganzen Welt? Des Bergischen Landes. Bergischen Land, genau. Des Bergischen. Aber ich muss auch noch, wir sind nicht nur auf dem Titelbild. Erste Seite. Ach, und das war es immer noch nicht. Zweite Seite. Und der Pepsi ist auch noch hinten weiter drin. Mit einem anderen schönen Bild noch. Schlecht vorbereitet. Ich kann fast forward machen. Ich blätter ein bisschen. Genau. Nebenbei weiter. Da, gefunden. Anderes schönes Brautpaar. Und Werbung. Ja, die brauchen wir jetzt nicht zeigen, weil dieses Video ist ja vielleicht auch ein Werbevideo. Ich hoffe ja, es sei denn, du haust gleich einen raus, worauf ich jetzt nicht, was tatsächlich dann nicht abgesprochen ist, was natürlich dann doof wäre. Was wär, ist ne? denn von diesem Video bislang abgesprochen gewesen? So ziemlich alles, das merkt man, glaube ich, auch. Total, bis auf, hallo liebe Fotofreunde.
Ja, also wir freuen uns im Chor, kann man vielleicht sagen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie formuliere ich das? Ich müsste lügen, würde ich mich nicht ein klein wenig freuen, dass es eins der von mir gemachten Fotos auf dem Titelbild geschafft hat. Habe ich bei Facebook so gepostet. Und was hat dann die liebe Nina dazu erwidert? Also O-Ton weiß ich jetzt nicht mehr. Doch, aber war doch einfach. Ich habe die Formulierung noch vorgegeben. Ich müsste lügen, wenn ich nicht ein bisschen stolz wäre, das Paar auf der Titelseite eines Hochzeitsmagazins zu sein. Ja, schön, dass nicht nur ich mich freue, sondern auch Nina. Also, dass das Brautpaar, das ist natürlich auch immer ein Problem. Ich würde das ja nie ungefragt machen, so Geschichten. Aber Nina und Daniel haben vorher schon eingewilligt und haben gesagt, immer, wir sind Rampensäue, wir haben wenig Probleme damit, in der Öffentlichkeit auf Social Media unterwegs zu sein. Hauptsächlich bediene ich halt Facebook und Instagram. Instagram mag ich nicht so sehr, weil da muss man immer übers Handy tippen. Und ich habe halt relativ fette Finger und da verhaspel ich mich immer an der Tastatur. Kannst du gut Instagram? Besser als Computer. Ja. Ja. Ja, und deswegen umso schöner, wenn sich die Zeitschrift freut, der Fotograf freut und auch das Brautpaar, dass es semi-prominent ist. Und du hast mir vorhin irgendwas erzählt, du wurdest tatsächlich auch schon angesprochen von, ich sag mal, bekannten Verwandten im regionalen Bereich, die dann gesagt haben, bist du das? Ja, die Zeitung lag bei unserem Dorf. Blumenladen aus. Mhm. Darf man das sagen? Dorfblumenladen? Darf man. Schöner Blumenladen, ja. Wirklich. Obwohl, dann könnte man natürlich jetzt recht die Frage fragen, ab wann ist ein Ort ein Dorf, ab wann eine Kleinstadt und ab wann eine Großstadt, weißt du das? Also Lüttinghausen ist für mich ein Dorf. Und da weißt du nicht, hat sie gut übergangen. Die Zeitung ich wüsste aus. Es, aber ich sag's nicht. Hier, hier Schweinchen schlau hier stehen. Ja, Entschuldigung. Und da bin ich tatsächlich über eine Freundin angesprochen worden, also die Freundin ist angesprochen worden, ob ich das da auf dem Cover bin. Mhm. Bin ich. Semi-prominent. Ja. Ja. Z-Prominenz. Okay. Also, der andere Anlass. Und jetzt, und das ist jetzt tatsächlich nicht abgesprochen, werde ich Nina vor laufender Kamera eine einfache Aufgabe stellen. Oh nein, muss ich was am Computer machen? Nein, am Computer mache ich, aber du musst live Entscheidungen treffen. Oh. Rückblickend auf eure Hochzeit, der Fotograf hat euch, das darf ich jetzt überhaupt nicht sagen, obwohl darf ich doch sagen, relativ viele Fotos gegeben, also ich, ihr. Du hast jetzt genau unter diesen Live-Bedingungen eine Minute Zeit nachzudenken, ich werde die Zeit stoppen. Also nachdenken. Ja. Und du musst mir deine Top 3 Fotos auswählen, aber auch in der Hierarchie. Okay, also, ne, eine Minute. Von, wir sagen mal, über 1000 Fotos. Das war nein, ich möchte nicht, gestapelt, ja, okay. Aber ich möchte auch bei zukünftigen Kunden jetzt keine Erwartungen. Ja. Ne, du verstehst. Also, wir sagen eine vierstellige Fotozahl. Um die 1000. Da hat Nina jetzt eine Minute Zeit, sich was auszusuchen. Und ich stöpfe mal jetzt die Zeit. Okay. Das ist Computer, weißt du. Ich mache aber fast forward. Halt die Klappe. So, ich habe jetzt die Uhr gestoppt. Es waren jetzt eine Minute. Das Bild ist jetzt Platz Nummer 3. Nina ist im Hintergrund, in der Unschärfe. Lea wirft den Brautstrauß. Mich interessiert ja auch immer persönlich, oder ich merke halt auch immer ganz oft bei Shootings oder bei Hochzeitsreportagen, dass man als Fotograf ganz anders schaut als die Kunden, die Brautleute, Mann oder Frau. Ich glaube, wir als Fotografen haben natürlich auch eine gewisse Ästhetik im Bild, aber halt auch für mich sind es ganz viele technische Komponenten. Deswegen, hau du mal raus, bitte, warum das für dich von der vierstelligen Bildzahl das drittliebste Bild von allen ist. Und dann würde ich das gleich auch nochmal machen und dann wird, glaube ich, genau das dabei rauskommen. Zunächst ist es wirklich schwierig, ein Ranking aufzustellen. Es sind so viele mega, mega, mega geile Bilder. Also auch die Paarbilder sind alle mega, da könnte ich mich nicht entscheiden, aber ich glaube, dieses Bild mit Lea und mir zeigt so ein bisschen die Stimmung von dem Tag, zeigt auch, wie was Lea für ein toller Mensch ist und nett gesagt, ne, was für geile Fratzen sie ziehen. Meinst du, Lea guckt das? Ich glaube, Lea guckt sich das an, Lea. Lea! ja, das beschreibt den Tag einfach gut, finde ich. Okay. Fertig? Fertig.
Bei einem Punkt möchte ich dazu stimmen. Ich habe Lea ja auch tatsächlich nur da kennengelernt und Lea habe ich als total lebensfrohen Menschen kennengelernt, der auch überhaupt kein Problem hat, man Spöskes mitzumachen. Und wie ihr seht, ich sag mal, Lea, sei mir nicht böse, super geile Fressen ziehen kann. Das muss man einfach mal, ich bin ja nicht müde zu erwähnen, ich komme aus dem Ruhrpott, ich darf so sprechen, dann ist überhaupt nicht böse gemeint. Und ich könnte mir jedes Mal nass machen, wenn ich ihre Schnute dabei sehe. Und natürlich ist es hinten, du da versuchst den Braut, also ist ja auch ein Rollenvertausch, ne? Eigentlich müssen wir ja. Es muss ja andersrum sein, du musst ja schmeißen. Ne? Das mag ich an dem Bild. Ich mag die Freistellung an dem Bild. Das ist eine technische Sache, die. Ne, es ist. Wir haben eine Schärfe auf dem Motiv. Tatsächlich nicht, die braucht eigentlich auch ein Naugau, wie ein Kumpel von mir sagen würde. Hi Chris. Hallo Chris an dieser Stelle. Und, aber das ist eine Bearbeitungsgeschichte, ich habe immer ein Problem mit Grüntönen bei so Hochzeiten, weil ich finde, Grün ist eine ekelhaft dominante Farbe, wenn ich das mal so sagen darf. Ich hatte davon. Eine absolut keine politische Meinung, weil ich bin ein sehr unpolitischer Mensch. Hier ist das Grün ein wenig entsättigt und ein wenig ins Gräuliche gezogen und ich finde, das lenkt den Blick einfach auf das Geschehen. So, aber was mir nicht gefällt, dass ich da komplett den schiefen Horizont fotografiert habe. Ohne dass also Entschuldigung ist, viele geile Schnappschüsse entstehen ja immer dann aus dem Moment raus und dann freut man sich, dass man was sieht und hinterher passt der Ausdruck und alles andere. Aber Füße sind abgeschnitten von der Lea und Horizont ist schief. Das mag ich nicht. Nächste Foto? Nächste Foto. Soll ich schon was sagen? Ja, du fängst an. Man muss erstmal tief atmen, wenn man das Bild sieht. Weil du deinen Mann auf den Arsch packst? Auch. Das kann ich ja jeden Tag, ne? Das Bild ist entstanden. Hier nochmal ein kleiner Guide für eine zufriedene Ehe. Liebe Ehefrauen da draußen, es ist jeden Tag möglich, eurem Ehemann auf den Hintern zu fassen. Definitiv. Das ist eigentlich auch ein Grundrecht in der Ehe, ne? Bei uns schon. Schickt sich das auch in der Öffentlichkeit? Klar. Wir leben im 21. Jahrhundert. Interessiert mich doch nicht, wer da hinguckt. Dieses Bild ist entstanden schon zur etwas späteren Uhrzeit. Da haben wir es nochmal gewagt bei wolkigem Sonnenschein auf den Turm zu steigen. Wolkige Sonnenschein ist auch der weiße Schimmel, ne? Und der Schutzprotektor. Auch. Weißt du, wie das in das rhetorische Stilmittel heißt? Mhm. Soll ich sagen? Ja. Ist das ein Oxymoron? Wenn ihr glaubt, wir haben das gerade ausgedacht, die Stilmittel der Rhetorik gibt es wirklich. Also, was für ein Himmel ist da nochmal? Wolkiger Sonnenschein. Sehr sieht schön. Man aber auch, finde ja. ich. Also, genau. Also, wir sind zur späteren Stunde da hoch, weil es Licht... Da hoch für den geneigten... Auf den Elisenturm in sind Wuppertal. Wir noch mal, in Wuppertal. Weil wir sind ja mindestens landesweit. Mindestens, wenn nicht europaweit. Wuppertal ist in Nordrhein-Westfalen im Bundesland, in Deutschland, in Europa. In Nordrhein-Westfalen, im Bundesland Deutschland. Schneiden wir das raus? Okay, ich fange nochmal an, weil ich werde ja dauernd unterbrochen. Unser Fotograf, der Pepsi, meinte... Licht ist gut, wir gehen nochmal da hoch und von unserer Location, der Orangerie auf der Hart. Wuppertal, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, Europa. Welt. Stimmt, wenn wir intergalaktär unterwegs sind, dann ist es auch. Okay, wir driften ab. Sind wir da auf jeden Fall hochgegangen und haben eigentlich da bloß nebeneinander gestanden und den Moment und den Tag genossen und der Pepsi hat ein paar schöne Bilder hingekriegt. Und das ist das Bild. War ein mega, mega, mega schöner Tag. Du hast gerade mir noch zu dem Bild was gesagt. Ich glaube, das hast du jetzt noch. Es ging ja, glaube ich, einfach darum. Natürlich habe ich euch da hingestellt, aber ich zitiere das jetzt nochmal. Du sagtest, dass es nicht die Pose nicht 100% perfekt ist, also dieses Unperfekte. Ne? Ich glaube, du sagtest, das seid ihr. Das der Schleier nicht richtig oder die Schleppe? Ja, die Schleppe ist hochgebunden. Ja, ich habe mein Kleid in meinem Leben noch nicht. Ja, aber ich wäre ja auch den Turm mit offener Schleppe gar nicht so richtig gut hochgekommen. Das war, ja. Und es war halt tatsächlich nicht zu viel Posing, sondern ihr konntet einfach auch wirklich mal... Daniel gedacht. Trinkt ja sein Bier, ne? Das sieht man nicht. In der rechten Hand in ist der rechten Bierglas. Hand ist die Bierflasche, ja, okay. Ja. Ich fange damit an, was ich mag. Ich mag... Drama. Ich mag den Himmel. Natürlich, der ist ein bisschen retuschiert, gar keine Frage, aber ich sage ja auch immer... Ich mache das Bild so, wie es mir gefällt und in dem Fall den Hochzeitspaaren. Da haben wir halt zwei verschiedene Varianten gemacht. Ja, ich finde, da darf der Himmel auch ein bisschen, es ist ja eine Hochzeit, ist ja auch im positiven Sinne was Dramatisches, weil hoffentlich nur einmal im Leben. Da darf der Himmel auch ein bisschen Drama sein. Ich mag, dass das Grün nicht so dominant ist.
Die ganze Bildkomposition gefällt mir gut, das mag ich. Was ich nicht mag, ist, dass ich da Hochformat fotografieren musste, weil ich, glaube ich, nicht weiter, oder hätte ich Querformat fotografiert, wäre irgendein Geschnetz im Bild gewesen, rechts oder links, was halt die Bildkomposition für mich kaputt gemacht hätte. Ich bin halt kein Hochformat-Fotograf so gerne. Aber, ich zeig's nochmal kurz. Es ist ja sogar, sogar das Titelbild geworden. Verrückt. Aber ihr seht auch hier wieder eine ganz unterschiedliche Sichtweise. So, und jetzt kommen wir, dein Tusch, zu dem absoluten Lieblingsbild der beiden. Sag der beiden Eheleute, ist das richtige Wort. Nina. Ja, was soll ich sagen? Liebe Bräute, legt keinen Laken oder so ein Quatsch da drunter, ne? Ihr lasst das Kleid eh für Unsummen reinigen. Ja, ich mache die Füße immer so. Okay. Das brauchst du nicht rein. Ich mache immer so. Doch, wir müssen jetzt sagen, ich habe mir den linken Fuß, oder ist der rechte? Ich glaube, ich könnte mit meinen Zehen diese Abspreizvorgänge nicht vornehmen. Soll ich das zeigen? Möchtest du das jetzt live zeigen? Ich kann das zeigen. Das möchte ich ja sehen, liebe Zuschauer. Ja, genau. Und ich glaube, mein Nagellack ist schon ein bisschen weg. Aber du weißt, es ist ja weitwinklig, das heißt, du müsstest ein bisschen näher ran in die Kamera. Also es ist im Prinzip, wir haben es gesehen, danke. Also absolutes Lieblingsbild, hat den Moment auch so perfekt gemacht. Ja, unser Fotograf hat eine Drohne am Start gehabt und dabei ist dieses Bild entstanden. Und ja, nochmal, liebe Bräute, ihr braucht keinen Laken oder so einen Quatsch drunter legen. Das Kleid wird eh gereinigt und so sieht es einfach gut aus. Wir haben da echt entspannt gelegen und ein paar Minuten waren wir da ganz alleine. Und wirklich ein paar Minuten. Der Peppi hat da viele Bilder gemacht. Es war halt ein bisschen krawallig, weil es oben gesurrt hat, aber... Ja, aber das ist ja... Ich kenne aber auch noch Krawall. Okay. Und? Was gefällt dir? Mir gefällt die Sockenfarbe des Bräutigams. Ich finde das ganz großartig. Da muss ich auch nochmal echt mal ein Kompliment an eure Klamotten machen. Großartig, auch die Details, die Holzfliege, ich weiß nicht, in der Auflösung wird man das jetzt nicht sehen, oder in der Größe. Also ich mag den Kontrast einfach von diesen gelben Socken, das ist so ein Eyecatcher, aber ich mag auch ganz besonders deinen Ausdruck, Nina, in dem Gesicht. Das hat so was Verschmitztes, Wissendes, das ist meiner, der geht nicht mehr weg. Und wenn er tatsächlich auch deinen Gedanken in dem Moment widerspiegelt, glaube ich, fängt das Bild wirklich schön im Moment ein. Was mir nicht gefällt, dass in den einzelnen Bereichen von dem Bild, gut, hätte ich wegstempeln können, aber da ist halt so viel, so ein bisschen Laubgeschnetz. Vielleicht mache ich das jetzt im finalen Bild auch nochmal. Auf gar keinen Fall. Nein? Ich finde, das gehört dazu. Okay. Und ja, die Wiese ist so ein bisschen verbrannt. Wir hatten einen mega Sommer, dafür darf die Wiese auch verbrannt sein. Wir hatten auch 45 Grad gefühlt teilweise im Trauzimmer, ne? Du auf jeden Fall. Anderes Thema, ich war wet. Vielleicht dann nochmal ein Aufruf, jetzt unabhängig von meiner Person. Dieses Jahr ist bei den Brautleuten tatsächlich Drohnenfotografie oder Drohnenporträtfotografie sehr gut angekommen. Es ist natürlich, wenn man sich zwingt... ich dachte, du wolltest was Wichtiges sagen. Nein, senkrecht fotografieren ist wirklich ein Blickwinkel, den kennt man so noch nicht. Vielleicht hat man sich irgendwann dann gewöhnt. Hallo, liebe Brautpaare da draußen. Falls ihr einen Fotografen sucht, der Drohnenporträts macht, guckt mal unter Lichtbildrealisten. Ich biete sowas an. Und ich der ist aber auch in dieser Zeitung vertreten. Da findet ihr Werbung von Pepsi. Und ich Lichtbildrealisten. Und ich überschreite auch das Bergische Land. Ich habe übrigens eine ganz neue Drohne, die noch bessere Bilder macht. Obwohl, man sagt ja Fotografen, ist egal. Also wenn ihr Lust habt, Drohnenfotos zu machen, nicht nur Hochzeiten, sondern vielleicht auch Family und Friends und Freundinnen und was nicht alles. Friends und Freundinnen? Ich mach keine Ahnung. Okay, dann haben wir die Top 3 zusammen. So, jetzt ist wirklich der Punkt. Was würdest du den zukünftigen Brautleuten jetzt nochmal mit Entschuldigung, ich habe Nina jetzt... Ist alles gut. Daniel, nein, das war wirklich Zufall. Wirklich. Außerdem ist auch Weihnachten. In 4 Wochen. Also jetzt Nein, für es euch. Ist jetzt für jetzt euch ist Weihnachten. Was kann ich euch mit auf den Weg geben? Ja, bereit. Wir haben das stressfrei hingekriegt, weil wir früh genug angefangen haben. Da fällt mir übrigens noch ein Punkt ein. Wie viele Sets? 9 Sets wollten wir machen? Ja. Wie viele haben wir geschafft? Ja, so 5. Aber abgewandelte auch. Auch abgewandelt. Wir haben auch ein paar neue dazu entdeckt. Und interessant war, ich habe es teilweise mitgekriegt, teilweise auch nicht. Nina sagte irgendwo der Punkt... war die Luft raus, ne? Ich hatte irgendwann zwischendurch keinen Bock mehr, fotografiert zu werden und habe dann auch ihm gesagt, so, ich habe keinen Bock mehr. Mhm. Dann sind wir reingegangen, haben was gegessen, was getrunken und dann nach dem Essen bin ich euch
nochmal auf den Nerven gegangen. Nee, wir sind dann raus und wollten einfach so ein bisschen für uns sein und haben das auch tatsächlich gemacht. Und Pepsi hat uns so ein bisschen gestalkt. Aber so, dass es nicht unangenehm war. Und das war echt cool. Angenehmer Stalker. Ich finde, dabei sind die besten Bilder dabei rausgekommen, Stimmt. Muss man tatsächlich sagen. Also vielleicht kann man das nochmal den angehenden Brautleuten, die auch ein Paar-Shoot haben wollen, mit auf den Weg gehen. Wenn man absolut keinen Bock hat, muss man das dem Fotografen sagen. Ja, sonst sieht man das, glaube ich, auch auf den Bildern. Also hat einen Zeitplan, Zeitplan. Vorher, was müssen wir haben und was können wir noch so an... Ja, noch so an... Besprecht die Bildsets einfach vorher und, liebe Fotografen, das ist so meine Erfahrung, lasst euch nie unter eine Stunde handeln, weil das ist, mehr geht immer, aber weniger nicht. Ja. Aber ein bisschen müsst ihr den Brautleuten auch auf den Sack gehen. Ja, bisschen, auf jeden Fall. Das ist die Kunst von Distanz und Nähe. Mhm. Und mit dieser epischen Weisheit möchten wir euch, liebe Zuschauer, in die Weihnachtstage entlassen. Schönes Heiraten 2019. Ich würde es nochmal machen. Was hoffentlich nie nötig sein wird. Nee, dann, mit aber Daniel nochmal. Achso, wenn ihr einen Fotograf braucht, würde ich mich auch anbieten. Feiert schön, rutscht gut ins Neue und wir sehen uns. Tschüss. Ich wollte doch den Schneemann. Vielleicht den Schneemann. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.